Freiburg'tan gelir. Oradaki cemaatin başıdır. Bizi kırmadı, geldi, davetimize icabet etti. Teşekkür ediyoruz. Selamun Aleyküm. Seid herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Wir begrüßen euch alle herzlich und hoffe, ihr habt hier eine schöne Zeit. Denn heute ist ein besonderer Abend, ein schöner Tag. Denn heute ist ein Tag, ja, ein bedeutsamer Tag. Deswegen, weil heute unsere deutschen Brüder aus Freiburg angekommen sind. Ein Tag der Freundschaft zwischen den deutschen und den türkischen Brüdern. Und heute haben wir als Ehrengast Yahya Efendi aus Freiburg. Er ist dort das Oberhaupt für die Gemeinde, Nakschibendi-Gemeinde in Freiburg. Und wir sind dankbar dafür, dass er unsere Einladung angenommen hat und heute Abend hier mit uns zusammen ist. Elbette ki bu kardeşlik köprüleri bununla kalacak değildir. Bütün Avrupa'yı saracaktır. Viyana'dan tutun Belçika'ya, Hollanda'ya, Strasbourg'a, Fransa'ya, Paris'e kadar hepsine yayılacaktır ki çünkü artık bir çatı oluşmaktadır. İnşallah Allah'tan bir mani olmazsa hepimiz Şeyh Nazım çatısı altında buluşacağız. Was wir hier aufzubauen versuchen, wir versuchen hier die Brücke der Freundschaft aufzubauen. Und wir werden Zeuge davon sein, wir werden schon bald sehen, wie diese Brücken überall aufgebaut werden. Von Wien bis nach Paris, nach Belgien, Deutschland. Wir alle, wir werden zusammenkommen in Europa unter einem Dach, unter dem Dach unseres Großmeisters. Sonuçta hepimiz zaten o çatı altındayız. Fakat yılların verdiği belki bir rehavetle bu çatının altından oralara buralara bir kaymışlığımız olmuştur. Bunları tekrardan toparlama amaçlı Şeyh Efendi'nin tavsiyesi ve emri üzerine artık kim kimdir, ne nedir, nerededir, herkes bilecek, birbirini tanıyacaktır. Und natürlich, seitdem wir diesen Weg eingeschlagen sind, natürlich sind wir schon seit immer unter der Obhut, unter dem Dach unseres Großmeisters, natürlich. Aber über die Jahre hinweg haben sich, ja nicht um zu sagen Streitigkeiten, aber man hat aneinander vorbeigelebt. Und jetzt ist die Zeit gekommen, in dem diese Trennung aufhört und wir wieder anfangen, uns gegenseitig kennenzulernen, damit wir wissen, wer unsere Brüder und wer unsere Schwestern sind. Jetzt ist die Zeit gekommen, auf Auftrag unseres Großmeisters, dass wir jetzt alle zusammenkommen. Bu bir kutsi ve ilahi bir çatıdır ve hepimiz onun evlatlarıyız. Burada Alman, Türk, Çerkez, Rus, Japon ayrımı yoktur. Burada din kardeşliği vardır. Dieses Dach, unter dem wir uns versammeln, die Schirmherrschaft unseres Großmeisters, das ist ein heiliges Dach. Hier gibt es keine Trennung unter den Menschen. Jeder ist herzlich willkommen, jeder, egal wer er ist, wie er ist oder was er ist. Hier ist Platz für jeden da. Bizim kendi şahsi meselemiz üzerine attığımız bir adım yoktur. Milim milim Şeyh Nazım Hazretleri'nin verdiği emir ve tavsiyeler üzerine hareket etmekteyiz. Ve ümit ediyoruz ki o çizgiden dışarıya çıkanlardan olmayız. Wir möchten betonen, das was wir tun hier keine persönlichen Ziele verfolgen, sondern wir versuchen eins zu eins das umzusetzen, was unser Großmeister uns aufgetragen hat. Und wir beten darum, dass wir niemals diese Linie, die uns unser Meister gezeigt hat, verlassen. Sınırları ve çizgileri bilmek mühim bir mesele. Denn es ist wichtig, dass man seine Grenzen, die Grenzen kennt. Ve herkes artık bir nizama, bir disipline ve bir hedefe doğru yürümek için bu çatı altında toplanacaktır, toplanmalıdır ve başka bir şansımız da yoktur. Es ist die Zeit gekommen, dass wir uns, dass wir wieder zusammenkommen, uns vereinen, ein Dach bilden wieder, uns wieder unter diesem einen Dach versammeln, damit wir dieses eine bestimmte Ziel wieder verfolgen. Ve Şeyh Nazım Hazretleri'nin bizzat arzu ve dilekleri üzere bir hiyerarşi oluşacaktır ki bu hiyerarşide Şeyh Muhammed Efendi Hazretleri başta olmak üzere kardeşi Şeyh Bahattin Efendi, oğlu Mehmet Nazım Efendi bu hiyerarşi üzerinden bir çatı kurulmuştur ve bu çatı altında insanlar toplanacaktır. Und es ist die Zeit gekommen, dass jetzt alles strukturiert wird. Man braucht eine gewisse Struktur und an der Spitze dieser Struktur
Tipp natürlich unser Großmeister und gleich darauf folgt der Sohn unseres Großmeisters, Sheikh Mehmet Nazım. Mohammed. Mohammed Nazım. Nazım değil. İstanbul'daki. In Istanbul, der Sohn des Sheikhs. İyi de saçmaladın. Sheikh Mohammed Efendi. Sheikh Mohammed. Büyük oğlu, halifesi. Der größte Sohn, sein ältester Sohn. Und dann als nächstes, an zweiter Stelle, sein Bruder, Sheikh Bahauddin. Und hanımıyla kavga mı etti gelirken buraya ne yaptı? Kafası konsantresi sıfır. Aslında güzel yok ya. Und sein Sohn, der Sohn von Sheikh Bahauddin, Mehmet Nazım. İnşallah hepimiz alnımızın akıyla bu çizgide durup yürüyenlerden ve hedefe ulaşanlardan olur. Und wir hoffen und wir beten darum, dass wir erfolgreich darin sind und aufrichtig darin sind, diesen Weg, auf diesem Weg zu laufen und auf dieser Linie zu bleiben. İnşallah sözü saygıdeğer kardeşimiz Yahya Bey'e bırakıyorum. İnşallah kendisi kalbinden gelen sözleri söyleyecektir. Und so möchte ich das Wort gerne weiter übergeben an Yahya Efendi und wir bitten ihn darum, das mitzuteilen, was er aus seinem Herzen uns mitteilen möchte. Sağ olun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا Bevor dass wir irgendwas sagen, suchen wir unseren Zuflucht bei Allah, der Erhabene. Bir şey, bir söz söylemeden önce, ilk önce Allah'a sığınırız. Gegen alle üble Kräften aus uns selbst und gegen alle üble Kräften von Şeytan aus, von dieser Welt, von unserer. Nefsimizin, dünyanın, şeytanın şerrinden, kötülüğünden und von unseren falschen Vorstellungen. Kötü, yanlış düşüncelerimizden Allah'a sığınırız. Und anschließend bitten wir um Unterstützung. Ve bunun üzerine bundan sonra Allah'a sığındıktan sonra izin, destek, hizmet istiyoruz. Unterstützung aus die Seite von der Autorität von unserem Sheikh, Sheikh Mohammed Nazım Hakani. Şeyhimiz Hazretlerinin himmetini talep ediyoruz. Unterstützung von aus die freudige Herzen der Nakşibendiya Maşayih İkram. Ve bütün Nakşibendi tarikatın şeyhlerinden manevi himmetlerini talep ediyoruz. Ohne ihre Unterstützung sind wir unfähig, um ein gescheites Wort hinter das andere in unsere Zunge zu gehen lassen. Onların manevi desteği olmadan aciziz. Bir kelime olsa bile konuşmaktan aciziz onların desteği olmadan. Dies ist eine gute Übung in Demut. Bu önemlidir çünkü tevazu sahibi olmalıyız. Eine Übung in Demut und Bescheidenheit. Ve kendimizi geliştirmemiz lazım tevazu sahibi olmakla. Was mit Aufrichtigkeit gebunden vorbeugt, dass man überheblich wird in seiner Sprache, dass man unnützes Zeug anfängt zu reden. Büyüklük taslamaktan, boş şeylerden konuşmaktan sakınmak için izin istiyoruz ve şeytandan Allah'a sunuyoruz ki nefsimize düşmeyelim sözlerimizde. Es ist der Sheikh, der die Herzen von seinen Schülern auf Kurs hält. Und es ist der Sheikh, der den Menschen, die sprechen sollten, inspiriert. Müritlerinin kalbini
doğru rotada tutan şeyhimizdir. O bizim kalbimizi doğru rotada tutar ve onun ilhamı üzerine o izin sahibi konuşur. Und im Grunde genommen ist derjenige, der spricht, der Zuhörer, und diejenigen, die zuhören, sind, ist die Sprecher. Ve hakikatte aslında konuşan dinleyendir. O dinliyor aslında. Ve dinleyiciler onlar aslında konuşuyor. Deswegen hoffe ich auch, dass wir alle gut zuhören. Bunun için ümit ediyorum ki hepimiz çok iyi dinleriz bu sözleri. Weil erst dann können die Auliaullah mit uns arbeiten. Çünkü kalbimizi dinlemeye açarsak ancak o zaman evliyalar bizim kalbimize işler. Ich bin sehr geehrt und sehr froh, hier, diese Einladung hier bekommen zu haben. Bu daveti almaktan ve bu daveti icabet etmekten çok şeref duyarım. Wir sind in Freiburg mit einer längeren Tradition von fast 30 Jahren mit unserem Scheich verbunden. Ve Freiburg'da yaklaşık 30 yıldır Şeyhimiz Hazretleriyle beraberiz kalbimizle. Wir haben unseren Scheich kennengelernt. Eine Zeit, wenn er wie ein Löwe durch die Welt getigert ist. Ve Şeyhimiz Hazretleriyle ilk tanıştığımız zaman tıpkı bir aslan gibiydi. O kara ormanda bir aslan gibi meydana çıkmıştı ilk tanıştığımızda onunla. Und wir keine Möglichkeit hatten, um ihm zu folgen, weil er so schnell war und so viel Power hatte, so viel Kraft hatte, dass niemand von uns ansatzweise aufbringen konnte. Ve o aslan o kadar kuvvetli, o kadar güçlü, o kadar hızlıydı ki bizden hiç kimse ona yetişemiyordu onun hızına. Am Anfang Zeit haben sie ihm sogar gefolgt mit zwei Schichten. Zwei Schichten von A 12 Stunden. O kadar hızlıydı, o kadar gayretliydi ki yani 24 saat içerisinde hep işin peşindeydi ve biz yetişemiyorduk artık paylaşmaya çalıştık. Bir grup ilk 12 saati onunla geçiriyordu, ikinci grup ikinci 12 saati onunla geçiriyordu. O kadar gayretliydi. Günün 24 saatini dolduruyordu hizmeti de. Weil eine Schicht konnte ihm gar nicht, das hat gar nicht gereicht von der Zeit, von den Einspannung, von die Abschlaffung, niemand hat das hingekriegt, dieses Tempo. Çünkü biz nasıl ona yetişecektik o hıza, o gayrete? Bizim de kendi işlerimiz vardı, biz de yorgun düşüyorduk, zayıf kalıyorduk, takip edemiyorduk. O ama asla yılmıyordu, yıpranmıyordu. Der Sheikh hat gestrotzt von Energie, von Power. Er war so stark. Und ich kann mich noch erinnern, dass er einmal gestanden ist und er hat gebebt über seinen ganzen Körper. Und er hat gesagt, die geben uns so viel Kraft, dass ich fast explodiere. So viel Kraft geben sie mir. Und als niemand, der mich fragt, um einen Anschluss zu bekommen zu dieser Kraft. Şeyhimiz Hazretleri o kadar güçlü, o kadar kuvvetli, heybetliydi ki sohbet esnasında o kuvvetten, güçten titremeye başladı vücudu ve adeta tıpkı patlayacaktı o kuvvetten, güçten ve şeyhimiz dedi ki o kadar manevi kuvvet gönderiyorlar ki bana ama ne yazık hiç kimse bu manevi kuvvetten istifade etmek istemiyor, hiç kimse samimiyetle bağlanmak istemiyor. Wir haben auch nicht gesehen, dass er geschlafen hat in die Zeit. Ve onunla beraber olduğumuz zamanda hiç onun uyuduğunu da görmedik. Er ist abends in der Nacht saß er und es saßen immer Leute, er saß auf so einem Sofa, so wie diese. Es saßen Leute an seinen Füßen, die haben mit ihm gesprochen. Das würde 1 Uhr nachts, es würde 2 Uhr nachts, es würde 2:30 Uhr nachts. Und dann war ein Moment, wo es so ruhig wurde,
Er hatte aufgehört zu sprechen. Er hatte aufgehört, sich zu bewegen. Er hatte sich kurz seinen Kopf nach hinten oder von der Seite gefallen. Und saß er so still da, dass jeder gedacht hat, der Sheikh ist gegangen. Der Sheikh ist gestorben. Es wurde mausestill in den Raum. Alle haben geguckt. Das ging eine halbe Minute. Der Sheikh Hazretleri, onun için zaman yoktu yani. Sabah, akşam, gece hiç fark etmesin. Akşam toplanıyorduk, sohbete başlıyorduk. Sohbet saat 1'e, 2, 3, gece sabaha kadar sürüyordu. Ve o sohbet esnasında böyle bir koltukta oturuyordu. Etrafında da biz toplanıyorduk Şeyh'imiz Hazretleri'nin etrafında. Ama bir an geliyordu geceleyin. Böyle belki bir dakikalık bir an ve kafasını geriye yaslayıp böyle bir huzur, sükunet basıyordu ki Şeyh'imiz üzerine. Yani sanki Allah Allah Şeyh'imiz bizden ayrıldı mı acaba demeye başlıyordu. Es ging eine halbe Minute und er hob seinen Kopf wieder an, sein Rücken wurde wieder gerade. Er ist aufgestanden, hat neue rituelle Waschen gemacht, hat sich wieder hingesetzt und weitergemacht. Ja, yarım dakika sürmüyordu böyle. Şeyhimiz dalmış gitmiş böyle, biz de merak ediyoruz ne oldu diye ama yarım dakika sürmeden yine şeyhimiz böyle yavaş yavaş öne eğilip yeniden gücü, yeniden ona güç geldiğini görüp şahit olup şeyhimiz ayağa kalkıp abdestini tazeleyip ve devam ediyordu sohbetine. Es war fast zu sehen, wie er kurz gegangen ist, um die Last aufzuladen und wieder zurückzukommen mit frischer Energie. Und dann ging es weiter und dann kam Tahajjud und dann kam Fajr und dann kam ein Tagesprogramm mit Reisen und hier und dort Leute treffen und Sohbet geben und Wanderungen oder und so weiter und so fort. Und das ging wochenlang, wochenlang. Bir lahza, bir an için şeyhimiz, o yarım dakika için maneviyatıyla ayrılıp gökyüzüne çıkıp o yükü, günlük yükü üzerinden atıp yeni manevi kuvvetle yeniden huzurumuzdaydı. Ve o enerjiyle o bütün günü devam yaşıyordu. Ve haftalarca devam yaşıyordu. Sohbetten sonra teheccüd namazı, sabah namazı hiç bilmiyordu. Ondan sonra gündüzleyin geziler vardı. Orada yine sohbetler. Yani haftalarca bile şeyimizin uyuduğunu hiç görmedik. Und später eigentlich erst auch zu selber Zeit, aber auch später hat uns immer wieder auf den Schlüssel hingewiesen. Wie kommt man, ich meine, für uns ist der Makam von Sheikh ist unerreichbar, ja? Das ist ein Fakt. Ja? Aber er hat uns immer wieder Hinweise gegeben, wie wir zu diesem Anschluss kommen können. Hiç şüphesiz Şeyh'in makamına erişemeyiz ama her zaman bize bir anahtar göstermiştir Şeyh'imiz bize. Nasıl biz de o kuvvete, o manevi himmete ulaşabiliriz diye. Wie können wir von dieser Müdigkeit, von dieser Schlaffheit, ja, von dieser Motivationslosigkeit, ja, von dieser Abstürzen immer wieder, ja, wie können wir davon wegkommen? Bu yorgunluğu nasıl yenebiliriz? Bu yorgunluktan, bu sefillikten nasıl kurtulabiliriz? Und darum hat uns empfohlen, und mit großen Buchstaben auf der Wand zu schreiben oder auf ein Plakat zu schreiben, Edeb. Şeyhimizin tavsiyesi şuydu. Büyük bir levha üzerine, odanın içine, büyük bir levha üzerine edep kelimesini yazın. Edeb yahu. Edeb yahu. Das ist uns erinnert daran, dass wir üben sollten, ein gutes Benehmen, auf alle Ebenen. Ki o levha, ki o edep levhası bize her an edep sahibi olmayı hatırlatsın. Er hat es neulich, hat es noch gesagt, in einem Sohbet, hat er gesagt.
Edep, 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 hat er dreimal hintereinander gesagt. Und dann hat er gesagt, und dann kommt die Kraft. Dann kommt dieser Anschluss. Ja? Ve şeyhimiz daha yeni bunu sohbetinde vurgulamıştır ki illa edep diye. Edep, edep. Üçüncü kez edep demiştir ve ondan sonra o kuvvet, o manevi himmet yetişir demiştir. Hat es früher hat es verglichen mit mit einem Bauherr, der ein Haus baut. Der baut erst das Fundament, dann kommen die Wände, dann kommen die Fenster, dann kommen die Türen, dann kommt das zweite Etage, dann kommt das Dach, dann kommen die Stromleitungen, dann kommt die Gasleitung, dann kommt der Abwasser, dann kommt das Frischwasser. Ve Şeyhimiz Hazretleri bu kıyasla anlatmıştı bize. Bir evi düşünün, evi nasıl yapılırken onu düşünün. İnşaat mühendisi elbette ki ilk önce temeli atar, onun üzerine duvarları yapar. Ondan sonra camı yapar, kapı yapar, ikinci kata geçer, ikinci katın duvarını yapar, camını yapar. Çatıyı bitirir, elektriği bağlar, su gelişini gidişini sağlar. Öyle devam eder. Und wenn das ganze Haus fertiggestellt ist, dann kommt der Inspektor. Der kommt, der schaut das ganze Haus nach, ob die Stromleitungen konform Vorschriften verlegt worden sind, ob die Gasleitungen auch so liegen, wie sie sein, wie liegen sollten, ob das ganze Konstruktion vom Haus so ist, wie es sein sollte. Und erst dann geht er zu dem Stromkasten auf der Ecke. Und dreht den Schalter um. Wenn ev inşaat mühendisi evin inşaatını bitirdikten sonra tabii ki iş bitmedi o. Onun üzerine vazifeli kimse gelir ve o kimse bakar. Ev sağlam yapıldı mı? Her şey doğru yapıldı mı? Temel sağlam mı? Duvar sağlam mı? Camlar sağlam mı? Elektrik bağlantısı sağlam mı? Her şey tamam olduğu an ancak o zaman elektriğin düğmesine basar ve der ki izni verir. Bu ev tamamdır der. Alhamdülillah. Dass wir unter der Aufsicht von einem so hoch autorisierten Bauherr an unserem Haus am Bauen sind. Vallahi şükürler olsun ki o en büyük, o en yüce inşaat mühendisi bizim evlerimizin, bizi hazırlamakta, bizi yapmakta. Der Sheikh hat uns früher mal gesagt, er guckt auf jeden von uns mindestens dreimal am Tag, mindestens, jeden von uns. Ve Şeyhimiz demiştir ki günde en azından 3 kez bize nazar eder. Bakar halimize. Und somit bin ich auch auch so froh bei euch angekommen zu sein, weil ihr seid auf so eine schöne Art und Weise seid hier an die Sache herangehen. Ve bunun içindir ki burada olmaktan o kadar çok mutluyum ki çünkü siz burada o kadar güzel bir şekilde, o kadar örnek bir şekilde bu yola, bu tarikata yaklaşıyorsunuz. Eine der ersten Sachen, die ich von den Türken gelehrt habe, wenn ich Muslim geworden bin, vor 30 Jahren, vor 31 Jahren, war, dass sie sich gegenseitig den Händen geküsst haben. Ben Müslüman olduğumda 30 yıl önce ilk öğrendiğim şey saygı edepti ve gençlerin, büyüklerin ellerini öptüğünü gördüm yani. Und dass sie den Hand von den anderen zu ihrer Stirn geführt haben, aus Respekt. Ve saygıdan eli öpüp alnına koyarlar Türkler. Und wenn ich dann heute unseren Sheikh höre sprechen, der sagt, es geht um die Liebe und um das Respekt. Ve Şeyhimin sözlerine bakarsam, bugün de bakarsam, her zaman aynısını söylemişti ve her zaman aynısını söyler. Sevgi ve saygı. Dann denke ich, ihr habt so ein schöne Geschichte vor euch. Ja? Ihr habt so ein wertvolles Erbe in eure Geschichte. Jeder, der hier von türkischer Herkunft ist. Ja? O kadar ne güzel mirasa sahipsiniz siz Türkler. O kadar güzel bir mirasa sahip oldunuz. Ne mutlu size. Weil diese alten Bräuche, die schützen euch. Çünkü bu edep,
bu eski geleneksel şeyler, bu edep saygı gösterileri bizleri, sizleri korur. Die schützen euch gegen Hochmut. Büyüklük taslamaktan korur size bu edep gösterileri. Die schützen euch gegen Achtlosigkeit. Gafletten korur. Gegen Respektlosigkeit. Saygısızlıktan da korur. Gegen Lieblosigkeit. Sevgisizlikten. Wir haben schon so viel Lieblosigkeit um uns herum. Ve sevgisizliğin içinde boğuluyoruz bu zamanda. Deswegen küsst euch gegenseitig die Hände. Onun için birbirinizin elinizi öpünün. Und lasst es nicht aus. Und lasst euch auch den Hand küssen. Nicht, dass ihr diesen Handkuss annimmt, aber dass ihr in übertragenen Sinnen seht, wer da den Hand geküsst wird. Ve bu güzel adeti muhafaza edin. Kendinizde görmeyin o büyüklüğü. Bu kişi gelip elimi öpüyor. Fakat o ki elini öpen kişinin niyetine bakın. O aslında kime saygı göstermek istiyor? Neye saygı göstermek istiyor? Elini öptüğü zaman. Alhamdulillah, wir sind heute in eine heilige Nacht angekommen. Ve bu gece mübarek bir geceye ulaştık. Es ist der heilige Nacht von der Geburtsmonat des Propheten Muhammed. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kutlu doğum ayına girmişizdir. Die hat heute Nacht angefangen. Bu gece o mübarek ay, o gece başlamıştır. Und auf dem Moment, wenn eine Hand geküsst wird, dann ist es doch in Wirklichkeit nur die Hand derjenige, der Habibullah genannt wurde in der göttlichen Gegenwart. Er ist der Einzige, der Habibullah genannt wurde von Allah. Ve el öptüğümüzde, o sevgiyi, o saygıyı gösterdiğimizde hakikatte sadece onun, Efendimizin, Allah'ın Habibinin elini öpmüş oluyoruz. Und auf diese Basis von Liebe sind wie viele Menschen in Verbindung mit unserem geliebten Sheikh gekommen. Ve Efendimizin yaydığı o sevgi ve muhabbet üzerine bugüne kadar ulaşmıştır ve şeyhimiz üzerinden hala ulaşmaktadır bize o sevgi ve muhabbet. Unser Sheikh, der Vertreter ist von dem geliebten Propheten Muhammed. Ki şeyhimiz Hazretleri, Habibimiz Efendimiz Hazretleri'nin varisi, halifesidir. Für diese Zeit. Bu zaman için. Und somit seid achtsam. Versucht wachsam zu sein, dass ihr nicht die Ehre kassiert, weil die Ehre gebührt nicht uns, die gehört nicht uns. Gafil olma, uyanık ol. Unutma ki sana verilen şeref bir nimettir. Sen o şerefin sahibi değilsin. Bir nimet olarak emanet edilmiştir o şeref sana. Wir werden sehr hoch geehrt aus der göttlichen Gegenwart. Cenab-ı Allah tarafından o kadar çok şeref kazanıyoruz. Es gibt ein Vers in den Heiligen Koran, die unseren Şeyh uns mindestens 100 Mal erwähnt hat. Ve bir ayet vardır Kur'an-ı Kerim'den. En azından 100 kere buna kastetmişti bu ayeti Şeyhimiz Hazretleri bize. Bu Allah der Erhabene sagt, das heißt wieder, Lakat karramna bani Adam. Und wir, und die Bedeutung davon ist, dass Allah sagt, wir haben die Söhne und Töchter von Adam, alayhi salam, endlos geehrt, endlose Respekt gegeben. Ve o ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki, biz Adem oğlunu, insan oğlunu mükerrem kıldık. Geehrt mit die Auszeichnung, dass sie ein Herz haben, dass sie lieben können. İnsanoğlunu kerem kıldık, şerefli yarattık ki onlara bir kalp verdik, sevesinler diye. Geehrt mit so viele hochwertige Eigenschaften. O kadar güzel vasıflarla insanı şereflendirdik.
Jeder, der da reinschaut in dieses Vers, der kann ein Vollbad nehmen. Ve o ayete baktığımızda her insan kendisine bir ders çıkartmalıdır. Das ist die Richtung, wo unser Sheikh uns hin haben möchte. Bu bizim bize Şeyhimiz Hazretleri bize gösterdiği rotadır. Bu bizim hedefimiz olmalıdır. Der Weg von Dankbarkeit. Şükür sahibi, şükretmek. Und durch die Dankbarkeit, die wir aufbringen können für unsere Situation, wo wir drin sind, durch diese Dankbarkeit, auch wenn sie von einer anderen Optik aus gesehen auch seine Prüfungen hat, diese Position, wo wir drin sind, auch wenn sie manchmal nicht so einfach ist, nicht so leicht ist, ja, jede seine Lebenslage, ja, trotzdem die Dankbarkeit siegen zu lassen. Diese Tatsache, die Dankbarkeit siegen zu lassen, rückt ein wohlwollendes Auge aus der göttlichen Gegenwart auf uns. Şükür sahibi olmak ne demektir? Şükretmek ne demektir? Şükür sahibi olmak her an için Allah'a karşı şükür halinde olmak. Yani kötü şeyle karşılaştığımız zaman bile onu imtihan bilip her an Allah'a karşı olan şükrümüzü korumak demektir. Ki o şükür korursak Allah bizden razı olur. Ein dankbares Auge aus der göttlichen Gegenwart, ein erfreuendes Auge aus der göttlichen Gegenwart. Ne güzel bir şey, Cenab-ı Hakk'ın rızasını, bizimle memnun olmasını, o bakışla bize bakması ne güzel bir şeydir onu kazanırsak. Bewirkt, dass wir von aus der göttlichen Gegenwart bekleidet werden. Ki o Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanırsak o bize o güzel libasları, o güzel elbiseleri, şeref elbiselerini bize giydirir. Bekleidet werden mit so einer Bekleidung, die wir im Stoff nicht keine Form daraus geben können. O bize giydireceği, olacağı elbiseler herhangi bir basit kumaş değil. Hayır. Kendi aklımızla ve elimizle tasavvur edemeyiz o bize giydirdiği o şeref elbiselerin manasını. Dies ist eine Bekleidung aus Licht. Ki o elbise nurdan yaratılmıştır. Dies ist eine Bekleidung aus großartiger Segen. O nurani elbise hayır, bereket ve hayır demektir. Dies ist eine Bekleidung, wo das Herz hüpft. Ve o elbise, o nur elbisesi üzerinize giydirildiği anda kalbiniz adeta hoplamakta, zıplamakta sevincinden dolayı. Das Herz tanzt. Sevincinden, mutluluğundan sema etmeye başlar kalp. Dans eder, sevinir. Es gab die Überlieferungen in der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem, wo da ein neuer Stamm zu ihm hingekommen ist. Und diese Leute, die haben mit nur das Anschauen des Propheten sallallahu aleyhi ve sellem, nur durch sein Licht anzuschauen, nur durch seine unglaubliche, perfekte Erscheinung anzusehen. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bir hadis-i şerif rivayet ediliyor ki o hadis-i şerifte şundan bahsedilmektedir. Bir aşiret, bir insan
Efendimizin sallallahu huzuruna vardır ve huzuruna vardıklarında oturup insan o aşiret Efendimiz nurundan o kadar etkilenir ki und seine perfekte Erscheinung in alle Hinsichten onun, zu begegnen zum ersten Mal in ihr Leben onun Efendimiz mükemmeliyeti onlar o kadar cezbeder ki dass sie spontan haben angefangen zu tanzen. Spontan. Die fingen an zu tanzen, die sind aus Rand und Band geraten. Die haben ekstatisch haben die getanzt. Ja? Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat sie angelächelt, hat gestrahlt, hat sich gefreut. Ki o insanlar o Efendimiz'i görmek sevincinden dolayı bir anda dans etmeye başladı. Hoplarla zıplarla sevinçlerinden ve Efendimiz onları seyreder ve gülümser tebessüm eder. Wer hat das verstanden? Dies ist diese Absicht, meine Lieben, ja, die hinter das Leben, hinter das wahre Leben steckt, die uns zu einem tanzenden Menschen werden lassen kann. Ve hayatın arkasındaki o hakiki anlamı, manasını anlarsak, mutlu insan, sevinçli insan, o tıpkı Resulullah'ın huzuruna varan o grup insan gibi dans eden insan oluruz biz de sevinçlerinden olan. Wir leben in einer Zeit, wo sehr viel auf die Ego-Vergnügen Wert gelegt wird. Evet, yaşadığımız bu zamanda daha çok nefsani zevklere ağırlık veriliyor. Habe ich genug Geld in der Tasche und sehe ich gut aus? Cebimde yeterli para var mı? İyi gözüküyor mu? Alles diese Ich-Schiene. Bencilik yol üzerinde bu asır. Durch diese Ich-Schiene weiterzulaufen, werden wir niemals an dieses hohe Glück ankommen. Ve o benciliğe, o enaniyete devam edersek, sadece ben dersek, o hakiki, o sonsuz mutluluğa asla erişemeyiz. Weil sie ist nicht darauf ausgerichtet. Çünkü bu nefsani ağızlarından düşmek bizi asla o ebedi mutluluğa getirmeyecektir. Sie ist ausgerichtet aufs Ich. Çünkü nefis sadece kendisini düşünüyor. Und das Ich wird immer unzufrieden bleiben. Ve nefis hiçbir zaman tatmin, mutlu olmaz. Deswegen kommt es auf eine Gewichtsverlagerung, kommt es darauf an. Bunun için hayatımıza neye ağırlık verdiğimize iyi incelememiz lazım ve bakmamız lazım. Biz doğru yolda mıyız yoksa başka şeylere mi daha çok ağırlık versek daha iyi mi olur? Und nicht zu schauen, wie bin ich glücklich, aber wie mache ich ihn glücklich? Ve göz önünde bulunduracağımız mesele, ben bakmayacağız, ben mi mutluyum? Hayır, o mu mutlu bizimle? Nicht wie bin ich happy, aber wie mache ich meinen Herrn happy mit mir? Düşünmemiz gereken şey şu değildir yani. Ben mutlu muyum? Hayır, düşünmemiz gereken mesele şudur. Cenab-ı Hak bizimle mutlu mudur? Nasıl onu mutlu, bizimle razı ederiz? Um über diese Frage regelmäßig nachzudenken und da tief reinzugehen, und nicht loszulassen. Bu sorular üzerinde tefekkür etmeliyiz ve bu soruları her zaman düşünmeliyiz ve bu tür soruları hiçbir zaman unutmamalıyız. Und in diese Frage auch um Unterstützung zu fragen an den Sheikh. Ve başka talep etmemiz gereken şey her zaman manevi destektir. Her zaman şeyhimizden manevi desteğini isteyeceğiz. Und um in diese Frage auch
so wie ihr das macht hier, mashallah, beieinander zu kommen und mit dem gleichen Gleichgesinntheit auf diese Frage zuzusteuern. Yapılması gereken siz burada çok güzel sergiliyorsunuz. Bir araya gelmek, bir kalp, bir vücut olmak ve bir araya gelmek ve onu istemek, Cenab-ı Hakk'ı istemek. Onun rızasını kazanmak için burada bir araya geliyorsunuz. Ne güzel bir şey, ne güzel bir örnek. Und wenn es gut ist, dann fällt einem, sobald man hier über die Türschwelle rüberkommt, dann fällt einem ein Teil von dieses Paket, was man auf seinem Rücken mitträgt, fällt einem schon runter. Ve bu mekan, bu cemaatin, bu toplantının, bu yerin hayrını nasıl anlayabiliriz? Buradan çıkıp o dünyanın yükünün bir parçası olsa bile üzerimizden atmış olduğunu hissedersek oradan anlarız. Weil ihr kommt hier an in einen Kreis, einen gesegneten Kreis, einen Kreis mit einem Kreis voller Licht, ein Kreis, die ständig unterstützt wird. Siz burada bir daire oluşturmuşsunuz. İlahi nuru üzerine çeken bir daire, mübarek bir daire oluşturdunuz. Alhamdulillah, dies ist ein der größten Gelegenheiten, um zu entfliehen aus den alltäglichen Trott auch, ja. Das insanlar bir fırsat sunuyor. Günlük stresten, günlük sıkıntıdan kurtulmak için burası bir fırsattır insanlar için. Um auch in der Kontakt zu kommen. Ve insanların birbirine bir araya gelmesi, birbirine tanışması için bir fırsattır burası. Um in Kontakt zu kommen mit diejenigen, die der wirkliche Ausweg im Leben verkörpern. Ve burada tanıştığımız kişiler, şahsiyetler öyle insanlardır ki bizi kurtuluşa götürecek insanlardır. Niteliğini taşımaktadır o insanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hat gesagt in einem heiligen Hadis. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir mübarek hadis-i şerifte şunu bizlere aktarmaktadırlar. Al-mar'u ma'man ahab. Das bedeutet, der Seele, der Mensch ist mit dem, den er liebt. İnsan, insan ruhu, insan asıl varlığı sevdiği kişiyle, sevdiği şeyle beraberdir. Somit versuchen wir, unsere Liebe in die Richtung zu lenken von unserem Scheich. Bunun için gayretimiz şeyhimizi sevmektir. Unser Scheich, der in Verbindung steht mit dem geliebten Propheten Muhammed. Ki şeyhimiz Efendimizle sallallahu aleyhi ve sellem ile bağlantıdadır. Wenigstens einen zuverlässigen Menschen, den wir gefunden haben. En azından bir kişi olsa bile güvenilecek bir kişi bulmuşuz hayatımızda elhamdülillah. Und es gibt wahrhafte Vertreter von ihm. Ve onun hakiki varisleri de vardır. Und die werden uns klar gemacht werden, wenn wir die Verbindung mit dem einen aufrecht halten. Ve bizim için yeterli olan
sadece o bir tanesiyle o bağlantımızı samimi bir şekilde korumaktır. Das ist die Haupt Sache, die unser Sheikh hat versucht uns beizubringen. Herr Sheikhimiz bize öğretmek istediği samimiyetle, devamlılıkla onunla rabıta halinde olmak, onu öğretmek istiyor bize. Und bittet uns großzügig zu sein. Ve cömert olmamızı istiyor Sheikhimiz bize. Und bittet uns spendabel zu sein. Ve açık elli olmak olmamızı istiyor. Sowohl im materiellen Sinnen als auch in spirituellen Sinnen. Manen ve maddeten cömert sahibi olmamızı istiyor. Dieses Wissen, was uns seit 30 Jahren gibt, ist nicht unser Besitz, weil es uns gegeben hat. Bize 30 yıldır beri verdiği o ilim, bize ait olan ilim değil, bizim ilmimiz değildir. Hayır, o bir emanet, bir hediye, bir nimettir bizim için. Nein, es ist so wie das türkische Wort Amanet, ja, es ist ein anvertrautes Gut. Bize emanet edilen bir şeydir o ilim. Es hat was mit Vertrauen zu tun. Emanet ne demek? Güvenmek üzerine kuruludur emanet. Vertrauen, was wir nicht brechen wollen. Eğer güvenebilirsek o zaman emanet edebiliriz. Weil es ist eine himmlische Hand, die auf uns zugekommen ist. O bize uzanan el ilahi bir eldir. Die nach uns ausgestreckt worden ist und wo wir einschlagen konnten. O el bize uzandı, o ilahi el bize uzandı ve biz o eli tutmak fırsatını kazandık. Eine himmlische Hand, die wir anfassen können, wo wir uns daran festhalten können. Tutabileceğimiz, hayatımızda tutunabileceğimiz ilahi bir el. Eine himmlische Hand, die für jeden da ist. O ilahi el herkes için elini uzatıyor. Und wie viele Menschen heutzutage suchen nach dieser himmlischen Hand. Ama fakat bu zamanda kaç insan kaldı ki bu yardım eden eli arıyor. Und wie viele Menschen wünschten sich diesen himmlischen Hand. Ve ne kadar çok insan vardı ki ah keşke bize de böyle bir el, ilahi el uzansa da. Düşünüyor. Und somit bin ich mit Ayberk Efendi auf eine Spur, ja? Hoffe ich auf eine Spur zu sein. Ja? İnşallah ben Ayberk Efendi ile bir şerit üzerindeyiz. Gemeinsam suchen nach neue Wege. O şeritte hep beraber yeni yollar aramak. Nach neue gesegnete Wege. Yeni hayırlı yollar aramak. Nach neue erleuchteten Wegen. Ve nurlu yollar, bizi aydınlatacak yollar aramak. Nach neue beliebte Wegen. Ve hayırlı ve sevebileceğimiz yollar aramak. Die nicht von uns beliebt sind, aber die aus den himmlischen Sunna. Ki o yollar üzerinde, o sünnet yollar üzerinde Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanabilir. Beliebt sind. Genauso wie es eine Sunna gibt von den Propheten, gibt es eine Sunna von Allah. Sunna von Gott. Tıpkı Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti olduğu gibi Cenab-ı Hakk'ın bizi yaratanın da bir sünneti vardır. Und diese Wege zu erforschen. Ve o sünnetullahi, o Allah'ın sünnetini aramak. Und diese Wege hineinzugehen. Ve o yollardan gitmek. Und diesen gesegneten Weg, die unser Sheikh uns immer wieder
versucht vorzugeben, einzugehen. Ve o şeyhimizin bize ısrarla öğretmek istediği, gitmemizi istediği o yolu takip edelim. Ja, nicht so viel zu reden auch. Çok konuşmaya gerek yok, çok konuşmaktan sakınmak lazımdır aslında. Daha hayırlıdır az konuşmak. Aber einfach tun. Yapmak lazım, önemli olan bir iş yapmak. Für sich selbst, dass man sich selbst sieht und dass man weiß, dass Allah sieht. Yapmak, önemli olan yapmak, başkasının görmesi önemli değil. Sen bilir ki yaptığın iş Allah içindir ve Allah onu görür. Und dass Allah, der Erhabene, darauf wartet, bis wir endlich unser Herz aufmachen. Cenab-ı Allah, unutmamalıyız. Cenab-ı Allah her an bizi beklemekte. Ne zaman biz kalbimizi ona açıyoruz diye. Zu ihm, zu seinen Geliebten, ona, onun Habibine ne zaman kalbimizi açıyoruz? Und zu die Erben von seinen Geliebten. Ve o Habibinin varislerinden karşı kalbimizi ne zaman açıyoruz diye beklemekte Cenab-ı Hak. Ve min Allah tevfik. Und Allah konnte recht leiten. Und wir bitten um seinen Segen. Tevfik ve hidayet Allah'tandır. Bi hurmatil Habib, bi hurmatil Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ya Rasulallah. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yahya Efendi'nin buyurduğu gibi inşallah Şeyh Nazım Hazretleri'nin, Şeyhimizin mübarek eli üzerimizden hiç eksik olmaz. Wir danken für diese inspirierten Worte. Wir beten darum, dass diese heilige, gesegnete Hand unseres Großmeisters und Şeyh Efendi'ns niemals verlässt, sondern immer über uns ist. Amen.